Die ukrainischen Volkstraditionen zur Wintersonnenwende wurden am Feiertag Kolyada wiederbelebt. In den ukrainischen Ritualen ist dieses Genre der Weihnachtsfolklore mit dem Kult der Kolyada verbunden. Im Laufe der Zeit kam es zu einer gegenseitigen Überschneidung zweier historischer Wellen von Winterfesten. Der heidnischen Geburt der neuen Sonne, also der Wintersonnenwende, und der christlichen Geburt des einen Gottes. Die ukrainischen Vorfahren hatten viele Traditionen und Überzeugungen, die mit der Sonnenwende verbunden sind. Und sie alle laufen auf die Erneuerung und Reinigung hinaus. Die alte Sonne stirbt und die neue wird geboren. Та кладіть калачі з ярої пшениці. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Gibt es drei wichtige Weihnachtsfeiertage. Weihnachten am 6. und 7. Januar, Malanka und Vasil, großzügiger Abend am 13. und 14. Januar und der Jordantag am 19. Januar. Die Weihnachtszeit in der Ukraine hat einen riesigen Reichtum an Symbolen. Die festlichen Gesänge der Weihnachtszeit scheinen wie glanzvolle Lichter durch die funkelnden Kristalle des Weihnachtsschmuckes hindurch. Weihnachten ist das wichtigste Fest in der gesamten christlichen Welt. In der Ukraine ist es eine Zeit voller Magie, mit facettenreichen, farbenfrohen und fröhlichen Ritualen. Ein gemeinsames Attribut der festlichen Tafel ist eine kleine Strohgarbe, Diduch. Did ist der Großvater und Duch ist der Geist. Ой, сивая, та й зозуленька, 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 та й зозуленька. Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Am 13. Januar feiern die ukrainischen Frauen die Malanka, den großzügigen Abend. Щедрий вечір. А в третьому дрібні зірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Großzügiger Abend, guter Abend,
gute Menschen für die Gesundheit. Щедрик, 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 щед